der Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Hm, auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu sprengen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dustys schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella, lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Okay, lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen? Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme hier gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Ach, Bürokratie ohne Ende. Oh. Guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer! Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Ja, ja, schon gut. Wie ist unser Motto, Dustys? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Los, mehr Tempo! Troy, wie ist die Ausbeute? Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach. Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Alles klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl! Dusty, du bist dran. Nimm deinen Cutter und mach dich an die Arbeit. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Ich bin beschäftigt. Nerv jemand anderen. Ja, was das angeht. Problem? Nur, wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Tu ich nicht. Tust du nicht? Was wir suchen, sieht aus wie eine Anomalie. Hat man mir jedenfalls gesagt. Okay, jetzt machst du mir langsam Angst.
Entspann dich. Ist nur ein Job. Komm schon. Wir sind nah dran, glaube ich. Es ist alles einfach... Lynn, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul. Wo ist es, Hella? Hier lang, glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schief... Komm schon. Okay, ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental... abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor?
Du warst ein Glücksgriff für uns. Ex-Militärs haben's einfach drauf. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Ganz ruhig, Superstar. Sind wahrscheinlich nur die Endorphine von der Bewusstlosigkeit. Hab jetzt hier bitte kein Erlebnis, ja? Geht sicher gleich wieder. Viel wichtiger ist, wir haben, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir... Wenn man vom Teufel spricht... Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment. Dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Genau wie die Constellation. Ja, aber komm schon. Traum erkunden? Wer macht das denn noch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Für die wohl nicht. Okay, Dusty, Luftschleuse. Leg den Helm an.